Ich grüße euch, Freunde des Sentitus, und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Heute möchte ich mit euch die Änderungen von Rin besprechen, denn die wird ja auch ein bisschen genervt und ist somit auch der letzte Killer, den ich auf dem PDB behandle. Ich weiß, dass das Schweinchen und auch die Nurse auch noch Add-on-Änderungen bekommen haben. Aber auf die werde ich, denke ich mal, nicht eingehen. Vielleicht doch, ich weiß es, wie gesagt, noch nicht. Aber offiziell ist Rin der letzte Killer, den ich auf dem PDB besprechen werde. Und ich möchte euch ein paar ihrer Add-ons zeigen, die überarbeitet wurden. Wundert euch aber nicht, denn auch hier tut die deutsche Übersetzung mal wieder richtig reinkicken. Also zum Beispiel hier steht blutige Haarspange, das Icon ist eindeutig eine Brille. Wisst ihr Bescheid? Es haben sie auch gar nicht so viele Add-ons geändert. Tatsächlich. Möchte ich mit euch halt so ein paar besprechen, die sehr offensichtlich sind. Zum Beispiel das Wakizashi Saya. Hat jetzt den Effekt, nutze während Yamaokas Spuk die Taste für die aktive Fähigkeit, um zur Hülle zurückzukehren. Damit ist gemeint, wenn ihr Yamaokas Spuk benutzt, dann steht ja der Körper von Rin immer noch in der Gegend rum. Das ist die Hülle. Und wenn ihr dann das Addon dabei habt, dann könnt ihr einfach wieder zur Hülle zurück und dann Yamaokas Spuk beenden. Ist vielleicht ganz nützlich, muss man mal abwarten. Dann gibt es die getrocknete Kirschblüte. Überlebende lösen den Killerinstinkt aus. Wenn sie sich dem Gespenst auf 4 Metern beim Phasenwechsel nähern, kann ich mir gerade nichts drunter vorstellen. Deswegen habe ich es auch mal ausgerüstet, werde ich gleich in der Runde auf jeden Fall mal spielen. Dann der Phasenwechsel kann von allen Überlebenden gehört werden. Ist, glaube ich, nichts Neues. Also das Icon ist aber neu auf jeden Fall. Ja, dann haben wir hier die blutige Haarspange, die aber als Brille abgebildet ist. Überlebende lösen den Killerinstinkt aus, wenn sie sich der Hülle auf 2 Meter nähern. Also wenn jemand... Ja, also ihr macht ja Mooka Spuk und geht weg von der Hülle. Und da ist einer auch 2 Meter, also ziemlich nah bei der Hülle, dann seht ihr das durch Killerinstinkt. Was gab's noch? Brille des Vaters ist auch, glaube ich, nicht Brille des Vaters, sondern das Icon sieht aus wie eine zerbrochene Reisschüssel. Der Effekt ist, lädt Yamaokas Spuk sofort nach dem Zerstören einer Palette oder Mauer wieder auf. Was auch sehr interessant sich anhört. So, was gab's noch? Es gab noch eins. Hier ist es. Der Katsumori Talisman. Wenn Yamaokas Spuk endet, explodiert die Hülle des Gespensts und Sprünge innerhalb von 4 Metern werden für 5 Sekunden blockiert. Klingt auch sehr interessant, wenn ich ehrlich sein soll. Also ich nehme jetzt einmal die getrocknete Kirschblüte mit und dann einmal die Cappy hier für 10% mehr Bewegungsgeschwindigkeit in Yamaokas Spuk. Perks lasse ich wie immer so. Nehme noch hier einen Pudding mit für die Punkte und dann sehen wir uns gleich in der Runde. Und da sind wir auch schon in der Runde. So, Sprithimmel. Einmal zu den Änderungen von der lieben Rin. Also, sie hat eine neue Chase-Musik gekriegt. Und des Weiteren können Überlebende jetzt ein bisschen genauer hören, aus welcher Richtung ich komme, wenn ich denn in Yamaokas Spuk bin. Das heißt, sie können ein bisschen besser abschätzen, was ich gerade mache. Ah ja, das war jetzt meine Kirschblüte. Das ist also damit gemeint. Wir sitzen da am Gen. So. Oh, ich habe jemanden gehittet. Wie geil. Zack. So, was kann... oder...
Ich muss mich heute ein bisschen sortieren, sorry Leute. Was gibt's sonst noch Neues bei Rennen? Ja, eigentlich sollten Survivor sehen können, wenn ich unsichtbar bin, wo ich langlaufe. Normalerweise wollten die Entwickler es einfügen, dass man dann so kleinen Nebel sieht oder so Staub aufgewirbelt wird. Das hat es aber nicht auf dem PDB geschafft, soweit ich weiß. Also diese Änderung kann ich. Also ich als Killer kann sie eh nicht testen. Weil ich es ja nicht sehe. Oh, okay. Die hat Objekte Besessenheit. Oder da ist ein Totem, kann auch sein. Und wir haben einen Disconnect. Wow. Ja, ansonsten waren das eigentlich schon so die großen Änderungen von Rin. Chase-Musik wurde geändert. Überlebende können jetzt besser hören, woher ich komme, wenn ich hier in Yamaokas Spuk bin. Nice. Und ja. Das mit dem Rauch oder Nebel, wie gesagt, das ist leider nicht drinne. Wo ist sie? Da ist sie. Okay. Wow, Leute. Ich möchte meinen Zuschauern hier so ein bisschen Spirit-Gameplay zeigen und ein bisschen was dazu erklären zur lieben Rin. Und ihr macht alle Disconnect. Wow. Schön. Zack. So, also normalerweise sollten die ja hören oder besser hören, aus welcher Richtung ich komme. Und das ist natürlich dem geschuldet, jeder kennt das, dieses liebe, gute alte Paletten-Mindgame als Spirit. Also, Überlebende schmeißen die Palette, man bleibt einfach hier so stehen und man steht einfach. Und irgendwann denken die Überlebenden, oh, der ist bestimmt jetzt unsichtbar. Und ich gehe über die Palette und dann, babau, habt ihr den. Und da sagen die Entwickler, ja, das ist doof, dass das so ist. Und das stimmt auch, das ist eher so ein Glücksspiel. Entweder ihr liegt richtig und macht eine richtige Aktion oder ihr liegt eben falsch und ihr werdet gegravelt. Und das darf halt nicht sein. Deswegen gab es diese Änderung bei Yamaokas Spuk, dass die Überlebenden jetzt mitkriegen, okay, der ist eindeutig unsichtbar. Ich gehe jetzt über die Palette oder ich laufe jetzt da lang oder ich bewege mich jetzt gar nicht etc. Also das ist einfach nur dem Aspekt geschuldet, dass die Überlebenden eine bessere Chance haben, sage ich mal. Und das finde ich auch gar nicht so schlimm. Und diese Änderung mit dem Nebel oder Rauch, wie gesagt, die Überlebende sehen sollen können, wenn ich unsichtbar bin, das lasst bitte raus, Leute, denn das ist unnötig. Oh, hier ist ein Boon-Totem. Und bei Rinnen finde ich richtig schön, die stößt so ihr Schwert in das Totem. Richtig schöne Animation. So, irgendwo ist hier noch eine, die nichts mehr macht, aber ich finde sie halt auch nicht. Die hebt auch die andere nicht auf. Wieder tolle PDB-Runde hier. Wow. Sehr schön. Und dieses Kirschblüten-Addon ist bisher auch nur einmal gedingst worden. Ganz am Anfang. Aber ich habe es nicht so richtig verstanden. Jetzt gerade kam es wieder. Das ist ja, wenn beim Phasenwechsel. Also kurz bevor ich wieder sichtbar werde. Also was ist. Aber das ist Phasenlauf. Yamaokas Spuk. Hier. Ah! Jetzt verstehe ich das. Aha. Jetzt habe ich das verstanden, das Addon. Ja. Kamera ist manchmal ein bisschen schwer vom Begriff. Ah, seht ihr, genau das meine ich. Die konnte es halt besser abschätzen, dass sie die Palette schmeißen soll, weil sie es halt gehört hat, dass ich von der anderen Seite komme.
Und da hast du aber. Oh, wow. Ach, kommt, Leute. Echt, das ist PDB. Komm, du kriegst die Luke. Hör auf zu dich rumzuwinden. Hör auf jetzt. Ja, dann eben so, ist mir auch egal. Ach, Leute. Wieder richtig schönes PDB-Gameplay hier. Wo ist sie denn? Hier ist sie. Wow. Richtige Vorzeigerunde. Sehr schön. Ich könnte kotzen, ey, Leute. Das könnt ihr mir nicht vorstellen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh, Mann. Ja, auf jeden Fall, das sind so die Änderungen von Rin. Ist ein Nerf. Wie gesagt, auf die Add-ons würde ich. Ich habe nicht alle Add-ons, aber ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen mehr auf die Add-ons eingehen, tatsächlich. Vielleicht mache ich noch mal so ein Sammelvideo, wo ich so ein paar Killer spiele und so zu den besten Add-ons was sage, die sie jetzt zurzeit haben. Das wäre eine gute Idee, vielleicht mache ich das. Auf jeden Fall, neue Chase-Musik finde ich schön bei Rin. Und dieser Nerf, dass die Überlebenden halt besser spotten können, so aus welcher Richtung ich jetzt ungefähr komme, wenn ich in Yamaoka Spuk bin, finde ich auch okay. Und wie gesagt, die Änderung mit dem Nebel. Können die ruhig weglassen, die braucht kein Mensch. Und die ist ja, ich glaube, wie gesagt, nicht mal auf dem PDB drauf. Aber das heißt nicht, dass die Entwickler das verworfen haben. Ne, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Von daher abwarten, was da noch vielleicht kommt. Ich hoffe, es bleibt einfach weg, aber ich denke, sie werden es irgendwann trotzdem reinbasteln. Gut, wenn euch das Video gefallen hat. Dann Daumen nach oben da lassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, denn dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Wer möchte, kann mir auf Twitter folgen, Link wie immer in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis denne!